Von Montreal aus sind es knapp 300 Kilometer, also 3,5 Stunden, bis auf die Île d'Orléans. Außer man hat wie wir den halben Tag Zeit und macht einen großen Umweg. Im kleinen Ort Margaux ging es erst einmal in den Supermarkt und dann zum Beinevertreten an den See. Nach einer Kaffeepause in Sherbrooke, wo es wenig Spannendes zu entdecken gibt, kamen wir abends auf der Île d'Orléans an. Die 190 Quadratkilometer große Insel im St. Lorenz-Strom ist ein wahres Foodie-Paradies und der pure Indien-Summer-Traum. Unser Tipp als Unterkunft ist auf jeden Fall das La Maison Ancestrale Girard, ein zuckersüßes und wahnsinnig großzügiges Haus, welches preislich selbst zu zweit top ist. Hier hätte ich direkt einziehen können. Auf der Insel selbst solltet ihr am besten mobil sein, um von Farm zu Farm fahren zu können. Einen Regentag könnt ihr aber auch ganz bequem im Haus verbringen. Da die Sehenswürdigkeiten auf der Insel zu 90% aus gastronomischen Highlights bestehen, wird das jetzt eher ein Food Diary mit allen Lieblingsspots aus 4 Tagen Schlemmerei und Entspannung. Die Straße Nummer 368 führt einmal um die komplette Insel und durch jedes Dorf. Das weltbeste Schokocroissant, Pain au Chocolat wird es ja hier genannt, gibt es in der Boulangerie Blois. Hier schmeckt man die französischen Einflüsse sehr gut raus. Eine kleine, aber sehr feine Käseauswahl bietet die Fromagerie de Lille. Wer sich auf den Observationsturm traut, wird mit einer tollen Aussicht belohnt, besonders im Herbst, wenn die ganzen Blätter bunt im Sonnenschein leuchten. Die Ferme Odette, ganz im Osten der Île d'Orléans, bietet allerlei Ziegenmilchprodukte an, sogar Softeis. Und die Stars der Farm können im Garten besucht und geknuddelt werden. Im La Midinette ist nicht nur der Name französisch, sondern auch die Bäckerkunst. Hübsch und lecker.
Den einen verregneten Tag genossen wir einfach mit allen eingekauften Leckereien im gemütlichen Haus. Ist ja schließlich auch Urlaub gewesen. Der letzte Tag auf der Insel startete dann mit Sonnenschein und einer Tour entlang der westlichen Inselseite. Einige Höfe produzieren ihren eigenen Cider, zum Beispiel die Domain Steinbach, wo man Probiersets, sogenannte Flights, auch mit den verschiedenen Cider-Varianten im Garten mit Blick auf den St. Lorenzstrom genießen kann. Genauso gemütlich ist es auch auf dem Hof von Cassis Mona Efi. Hier gibt es neben Wein auch Sirup, Marmeladen, Fruchtbutter und Limonaden. Wer vor Ort selbst kochen möchte, sollte die frischen und regionalen Produkte direkt im Marché Plante kaufen. Das Paradies für Chocoholics gibt es auf der Insel auch. Das ist die gleichnamige Schokolaterie der Île d'Orléans. Die Auswahl ist riesig und wenn ihr heiße Schokolade liebt, ist das euer Place to be. Ein großer Tipp, nicht nur auf der Île d'Orléans, ist das Café La Maison Smith. Hier ist es kombiniert mit einer schönen Boutique und es gibt leckeren Kaffee und köstliche Snacks. Und natürlich darf auch hier keine Mikrobrasserie fehlen. Wem nach einem Tasting die Biere schmecken, kann sie direkt erwerben und so einen Kofferraum voll Leckereien von der Foodie-Insel Île d'Orléans exportieren.